Gustav Landauer, Aufruf zum Sozialismus, dritter Teil. So also steht unsere Zeit zwischen den Zeiten. Wie sieht sie aus? Ein verbindender Geist? Ja, hier wird etwas oft Geist gesagt. Vielleicht geschieht es darum, weil die Menschen unserer Zeit und zumal die sogenannten Sozialisten so wenig Geist sagen, wie sie Geist tun. Sie tun nicht Geist, sie tun nichts Wirkliches und nichts Praktisches. Und wie könnten sie Wirkliches schaffen, da sie nicht wirklich denken? Ein verbindender Geist, sage ich, der die Menschen von innen her zum Zusammenarbeiten in den Dingen der Gemeinsamkeit, der Herstellung und Verteilung der gebrauchten Güter triebe, ist nicht da. Ein Geist, der wie ein Lerchenlied aus den Lüften oder ferner brausender Gesang von unsichtbaren Chören über aller Arbeit und jeder fleißigen Regung schwebte, ein Geist der Kunst, der Verklärung des irdisch betriebsamen Tuns, ist nicht da. Ein Geist, der die Gegenstände des Gebrauchs, der die natürlichen Triebe, die Befriedigungen, die Feste mit Notwendigkeit und Freiheit erfüllte, ist nicht da. Ein Geist, der alles Leben in Beziehung zur Ewigkeit setzte, der unsere Sinne heiligte, alles Leibliche himmlisch, jeden Wandel und alles Wandeln zur Freude, zum Schwung, Umschwung und Überschwang machte, ist nicht da. Was ist da? Gott, der die Welt geschaffen hat? Der einen Sohn hat, welcher diese Welt von der Sünde erlöst? Genug davon, von diesen unverstandenen Resten einer Symbolik, die einmal Sinns genug hatte, Resten, die nun wörtlich genommen und mit Haut und Haar und mit allen Buchstaben und Wundergeschichten geglaubt werden sollen, auf dass die sogenannte Seele und auch der Körper mit Haut und Haar nach der Verwesung selig werden können. Genug davon. Dieser Geist ist ein Ungeist, hat weder Beziehung zur Wahrheit noch zum Leben. Wenn etwas beweisbar falsch ist, so sind es diese Vorstellungen allesamt. Und diese Gebildeten wissen es. Ist das Volk, ein sehr großer Teil des Volkes, im Geist des Falschen, des Unrichtigen und des Verderblichen befangen? So stecken wie viele unserer Gelehrten im Geiste der Lüge und der Feigheit. Und wie viele wiederum im Volk und bei den Gebildeten kümmern sich gar um keinerlei Geist mehr und meinen, es gebe nichts Überflüssigeres, als sich mit derlei Dingen abzugeben. In der Schule werden die Kinder mit Lehren aufgezogen, die nicht wahr sind, und die Eltern werden gezwungen, das Denken ihrer Kinder in Falsches verkehren zu lassen. Eine furchtbare Kluft wird aufgemacht zwischen den Kindern der Armen, die in der alten Religion mit Gewalt erhalten werden, und den Kindern der Reichen, denen allerlei halbe Aufklärung und gelinder Zweifel mit auf den Weg gegeben wird. Die Kinder der Armen sollen dumm, botmäßig und furchtsam bleiben. Die Kinder der Reichen werden halb und frivol. Wie wird gearbeitet in unserer Zeit? Warum wird gearbeitet? Was ist denn das, Arbeit? Nur wenige Tierarten kennen das, was wir Arbeit nennen. Bienen, Ameisen, Termiten und Menschen. Der Fuchs in seinem Bau und auf der Jagd, der Vogel in seinem Neste und beim Insektenfang oder Körner suchen, sie alle müssen sich mühen, um zu leben, aber sie arbeiten nicht. Arbeit ist Technik. Technik ist gemeinsamer Geist und Vorsorge. Es gibt keine Arbeit, wo nicht Geist und Vorsorge und wo nicht Gemeinsamkeit ist. Wie sieht der Geist aus, der unsere Arbeit bestimmt? Wie ist es um die Vorsorge bestellt? Wie ist die Gemeinschaft beschaffen, die unsere Arbeit regelt? So sieht er aus.
so sind sie beschaffen, die Erde und damit die Möglichkeit des Wohnens, der Werkstatt und der Tätigkeit, die Erde und damit die Rohstoffe, die Erde und damit die aus der Vergangenheit ererbten Arbeitsmittel sind im Besitz von wenigen. Diese wenigen drängt es nach wirtschaftlicher und persönlicher Macht in Gestalt von Bodenbesitz, Geldreichtum und Menschenbeherrschung. Sie lassen Dinge herstellen, wovon sie nach Stand der jeweiligen Sachlage glauben, dass der Markt sie mit Hilfe einer großen Armee von Agenten, Reisenden, auf Deutsch überredenden Schwätzern, Großhändlern, Kleinhändlern, Zeitungsinseraten und Plakaten, Feuerwerk und verlockender Ausstattung aufnehmen kann. Aber auch selbst wenn sie wissen, dass der Markt ihre Waren nur schwer oder gar nicht oder wenigstens nicht zum gewünschten Preis verdauen kann, müssen sie ihn weiter mit ihren Erzeugnissen bombardieren, weil ihre Produktionsanstaltungen und Unternehmungen sich gar nicht nach den Bedürfnissen einer zusammenhängenden organischen Menschenschicht, einer Gemeinde oder einer größeren Konsumentenvereinigung oder eines Volkes richten, sondern nach den Erfordernissen ihres maschinellen Betriebs, auf den Tausende von Arbeitern wie Ixion aufs Rad gespannt sind, weil sie gar nicht anders können, als an diesen Maschinen kleine Teilarbeiten zu verrichten. Ob sie Kanonen zur Menschenvertilgung oder Strümpfe aus gesponnenem Staub oder Senf aus Erbsmehl machen, ist gleichgültig. Ob ihre Waren gebraucht werden, ob sie nützlich oder sinnlos, schön oder hässlich, fein oder gemein, solid oder liederlich sind, ist gleichgültig. Wenn sie nur gekauft werden, wenn sie nur Geld einbringen. Die große Masse der Menschen ist von der Erde und ihren Produkten, von der Erde und den Arbeitsmitteln getrennt. Sie leben in Armut oder in Unsicherheit. Es ist keine Freude und kein Sinn in ihrem Leben. Sie arbeiten Dinge, die zu ihrem Leben keine Beziehung haben. Sie arbeiten auf eine Weise, die sie freudlos und stumpf macht. Viele, Massen, haben oft kein Dach über dem Kopf, frieren, hungern und verderben. Weil sie sich ungenügend ernähren und wärmen, werden sie schwindsüchtig oder sonst wie kränklich und sterben vor der Zeit. Und was der häusliche Druck und die Not, die schlechte Luft und das verpestete Hausen gesund lassen, verdirbt oft die Überanstrengung, der stechende Staub, der giftige Stoff und Dunst in der Fabrik. Ihr Leben hat keine oder verschrumpfte Beziehung zur Natur. Sie wissen nicht, was Pathos, Freude, was Ernst und Innigkeit, was Erschauern und Tragik ist. Sie erleben sich nicht. Sie können nicht lächeln und können nicht Kind sein. Sie ertragen sich und wissen nicht, wie unerträglich sie sind. Sie leben auch seelisch in Schmutz und verdorbener Luft, in einem Qualme hässlicher Worte und widerwärtiger Vergnügungen. Der Ort, an dem sie zusammenkommen und ihre Art Gemeinsamkeit pflegen, ist nicht der freie Marktplatz unter dem Himmel und kein hoher Kuppelraum, der ihnen die geschlossene Verbundenheit unter der Himmelsfreiheit und Unendlichkeit nachbildete, und kein Gemeindesaal und keine Gildhalle und kein Badhaus. Ihr gemeinsamer Ort ist das Wirtshaus. Da ergeben sie sich dem Trunke und können oft nicht mehr leben, ohne sich zu betrinken. Sie betrinken sich, weil ihnen nichts so wesenhaft fremd ist wie der Rausch. Es ist notwendig und bestimmt, dass sehr viele arbeiten wollen und nicht können, dass viele, die das Arbeiten vermöchten, das Wollen nicht mehr vermögen, dass sehr viele Keime im Mutterleib, dass sehr viele Kinder nach der Geburt getötet werden, dass sehr viele lange Lebensjahre im Zuchthaus und Arbeitshaus verbringen. Man hat Zuchthäuser und Gefängnisse bauen, man hat Schafotte errichten müssen. Das Eigentum und das Leben,
die Gesundheit, der heile Körper und die Freiheit der Geschlechtswahl sind von Verkümmerten und Verkommenen immer bedroht. Nicht oft mehr von Empörern und Frevlern, denn jetzt gibt es weniger kühne Räuber als früher. Dafür unzählige Diebe, Einbrecher und Betrüger und Gelegenheitstotschläger, die man Mörder nennt. Priester und von der Sitte gebändigte Bürgersleute haben es aufgebracht, dass man wie von Tieren von diesen Armen spricht, die für unsere verruchte Unschuld unschuldig Schuldige sind. Man nennt sie Vieh, Schwein, Bock und Tier. Ihr Menschen aber, sehet sie, wie sie als Kinder sind. Sehet nach ihnen und schaut inständig lange auf ihre Züge, wenn sie auf den Leichenschrägen liegen, und dann zutiefst in euch hinein. Schonet euch nicht. Zu lange habt ihr euch geschont und zu lange eure guten Kleider, eure Haut und eure bis zur Verruchtheit zartfühlenden Herzen gewahrt. Sehet auf die Armen, die Elenden, die Gesunkenen, die Verbrecher und die Huren, ihr braven Bürger, ihr eingezogenen und gehaltenen Jünglinge, ihr züchtigen Mädchen und ehrbaren Frauen. Blicket hin, auf dass ihr erfahret, eure Unschuld ist eure Schuld. Ihre Schuld ist euer Leben. Ihre Schuld ist das Leben des Wohlgestellten, nur dass auch diese längst keine Unschuldigen und keine Wohlzubeschauenden sind. Die Not und der Ungeist zeugt schreiende Hässlichkeit, Entbehrung und Öde. Der Wohlstand und der Ungeist paaren sich zur Öde, Leere und Lüge. Und es ist ein Punkt, es ist ein Ort, wo die beiden sich treffen. Der Arme und der armselige Reiche. In der Geschlechtsnot kommen sie zusammen. Die Allerärmsten sind die jungen Weiber, die nichts zu verkaufen haben als ihren Leib. Die Allerarmseligsten sind die jungen Männer, die durch die Straßen irren und nicht wissen, woher ihnen das Geschlecht kommt und wohin sie damit wollen. Kein Marktplatz und kein hoher Kuppelraum, kein Tempel und Gemeindehaus ist in dieser unserer Zeit der Ort der Gemeinschaft für alle. Nun aber, wo Gewalt und Geld da wohnen, wo der Geist daheim sein möchte, ist die Lust so weit geschwunden, dass es Menschen gibt, die sie kaufen wollen, und Menschen, die ihr ekles Surrogat verkaufen müssen. Wo Lust zur Ware wurde, da ist kein Unterschied mehr zwischen den Seelen der Oberen und der Unteren, und das Lusthaus ist das Repräsentantenhaus unserer Zeit. Um in all dieser Geistlosigkeit, diesem Unsinn, diesem Wirrwarr, dieser Not und Verkommenheit Ordnung und Möglichkeit des Weiterlebens zu schaffen, ist der Staat da. Der Staat mit seinen Schulen, Kirchen, Gerichten, Zuchthäusern, Arbeitshäusern, der Staat mit seinen Gendarmen und seiner Polizei, der Staat mit seinen Soldaten, Beamten und Prostituierten. Wo kein Geist und keine innere Nötigung ist, da ist äußere Gewalt, Reglementierung und Staat. Wo Geist ist, da ist Gesellschaft. Wo Geistlosigkeit ist, ist Staat. Der Staat ist das Surrogat des Geistes. Das ist er auch noch in anderer Richtung. Denn etwas, das wie Geist aussieht und tut, muss da sein. Lebendige Menschen können ohne Geist nicht einen Augenblick leben. Die Materialisten mögen übrigens rechtschaffende Leute sein, aber sie verstehen von dem, was Welt und Leben ausmacht, nicht die Bohne. Nur was für ein Geist ist es, der uns am Leben hält. Der Geist, der unsere Arbeit regelt, heißt hüben Geld und trüben Not. Wir haben es gesehen. Der Geist, der uns über Leib und Individualität hinaushebt, heißt unten Aberglauben, Hurerei und Alkohol. Oben Alkohol, Hurerei und Luxus.
Und so gibt es noch allerlei Geister vorüber, vorüber. Und der Geist, der die Einzelnen zur Gesamtheit, zum Volke erhebt, heißt heute Nation. Nation als natürlicher Zwang der geborenen Gemeinschaft ist ein urschöner und unausrottbarer Geist. Nation in der Verquickung mit dem Staat und der Vergewaltigung ist eine künstliche Rohheit und boshafte Dummheit und ist doch ein Ersatzmittel des Geistes, das den Menschen, die heute leben, wie ein angewöhntes Gift und Berauschungsmittel unentbehrlich geworden ist, Spiritus. Die Staaten mit ihren Grenzen, die Nationen mit ihren Gegensätzen sind Ersatzmittel für Volks- und Gemeinschaftsgeist, der nicht da ist. Die Staatsidee ist ein nachgemachter, künstlicher Geist, ein falscher Wahn. Zwecke, die nichts miteinander zu tun haben, die nicht am Boden kleben, wie die schönen Interessen der gemeinsamen Sprache und Sitte, die Interessen des Wirtschaftslebens. Und was für eines Wirtschaftslebens heutzutage, wir haben es gesehen, verkuppelt er miteinander und mit einem bestimmten Landgebiet. Der Staat mit seiner Polizei und all seinen Gesetzen und Eigentumsrechtseinrichtungen ist um der Menschen willen da, als miserabler Ersatz für den Geist und die Zweckverbinde. Und überdies sollen nun die Menschen um des Staates willen da sein, der so etwas wie ein ideales Gebilde und ein Selbstzweck, wiederum also ein Geist zu sein, vorspiegelt. Geist ist etwas, was in den Herzen und Seelenleibern der Einzelnen in gleicher Weise wohnt, was mit natürlicher Nötigung als verbindende Eigenschaft aus allen herausbricht und alle zum Bunde führt. Der Staat sitzt nie im Innern der Einzelnen. Er ist nie zur Individualeigenschaft geworden, nie Freiwilligkeit gewesen. Er setzt den Zentralismus der Botmäßigkeit und Disziplin an die Stelle des Zentrums, das die Welt des Geistes regiert. Das ist der Schlag des Herzens und das freie eigene Denken im lebendigen Leibe der Person. Früher einmal gab es Gemeinden, Stammesbünde, Gilden, Brüderschaften, Kooperationen, Gesellschaften und sie alle schichteten sich zur Gesellschaft. Heute gibt es Zwang, Buchstaben, Staat. Dieser Staat, der überdies ein Nichts ist und sich, um das Nichts zu verhüllen, lügnerisch in den Mantel der Nationalität bekleidet und diese Nationalität, die ein feines Geistiges zwischen den Menschen ist, lügnerisch verbindet mit einer Land- und Bodengemeinschaft, die nichts damit zu tun hat und die nicht da ist. Dieser Staat will also ein Geist und ein Ideal, ein jenseitiges wie unbegreifliches sein, für das Millionen enthusiastisch und todestrunken einander hinschlachten. Das ist die äußerste, die höchste Form des Ungeistes, der sich eingestellt hat, weil der wahre Geist der Verbindung dahin und zugrunde gegangen ist. Und wiederum sei gesagt, hätten die Menschen diesen schauerlichen Aberglauben nicht an die Stelle der lebendigen Wahrheit natürlicher Geistverbundenheit, sie vermöchten nicht zu leben, denn sie erstickten in der Scham und Schmach dieses Unlebens und dieser Verbindungslosigkeit. Sie zerfielen zu Staub wie vertrockneter Kot. So also sieht unsere Zeit aus. So steht sie da, zwischen den Zeiten. Fühlt ihr, die ihr meine Worte hört, mit Ohren höret, und dem ganzen Menschen, fühlt ihr, dass ich kaum sprechen konnte bei dieser Beschreibung, dass ich nur notgedrungen, weil es zur Sache und um euretwillen sein muss, von diesem Furchtbaren redete und ins Bewusstsein hinaufrief, was ich in mir nicht mehr nötig habe, bewusst werden zu lassen, weil all dieses Schimpfliche der Umgebung längst ein Stück meines Grundes, meines Lebens, meiner Körperhaltung sogar und Mienen geworden ist. Dass ich
wie zusammengekrampft war und einem übermächtigen Drucke erlag, dass ich kurzen Atems war und mir das Herz bis zum Halse hinaufschlug. Ihr Menschen allesamt, die ihr leidet unter diesem Entsetzen, lasse zu euch dringen nicht nur die Stimme, die ich spreche, und die Färbung meiner Worte. Vernehmet vor dem mein Schweigen, meine Tonlosigkeit, meine Ersticktheit und mein Bangen. Seht dazu meine geballten Fäuste, meine verzerrten Mienen und die blasse Entschlossenheit all meiner Haltung. Erfasset vor allem das Ungenügende dieser Schilderung und mein unsägliches Unvermögen, denn ich will, dass Menschen mich hören, dass Menschen zu mir stehen, dass Menschen mit mir gehen, die es nicht mehr aushalten können, gleich mir.